Ich habe ihn so vorgefunden, als ich das Zimmer betrat. Was ist geschehen? Warum haltet ihr dem armen Jungen einen Spiegel unter die Nase? Wollt ihr ihn erdrosseln? Seht doch selbst, Oberinspektor. Auf dem Spiegel schlägt sich nicht sein Atem nieder. Der arme Junge ist tot. Ich weiß nicht, wo ihr euch diese Kniffe angeeignet habt, die eines Spions würdig sind, Mozart. Doch ihr habt recht. Er ist von uns gegangen. Wir müssen seinen Leichnam abholen lassen. Im Salon der Gründerväter kann er nicht bleiben. Wäre es nicht angebracht, wenn jeder von uns in aller Stille nach Hause ginge, um einen Skandal zu vermeiden? Ihr habt wohl den Verstand verloren. Das hier ist ein Tatort und die Leute können nach Hause gehen, wenn ich den Schuldigen gefunden habe. Aber keine Sorge, ich habe schon einige heiße Spuren. Niemand verlässt bis auf Weiteres die Loge. Herr Engländer, ich muss jetzt euch vernehmen. Keine Sorge, es dauert nicht lange. Ich möchte ebenfalls gerne erfahren, was diesem armen Anton Epoch widerfahren ist. Es müssen doch einige Beweise hier zu finden sein. Das sind also die Noten von Anton Epochs sogenannter Sinfonie. Sieht wie ein krudes Imitat des Adagios meiner eigenen 38. Sinfonie aus, die ich der Stadt Prag gewidmet habe. Mit einigen Korrekturen kann ich sie in ihren Urzustand zurückversetzen. Ich muss die Partitur korrigieren, um sie wieder in ihre ursprüngliche Form zu bringen. Fangen wir an. Sachte. Ich kann spüren, dass sie zum Greifen nahe ist. Komm schon, ich bin auch ganz vorsichtig. Ich werde dich schon zähmen, süße Melodie. Ich muss die Partitur korrigieren. Ich weiß, dass ich das...
Ich muss die Partitur korrigieren. Na also, die Partitur ist vollendet. Nun erstrahlt das Adagio der Sinfonie wieder in seinem alten Glanz. Mal hören, wie es auf dem Pianoforte klingt. Der Schotte ist in dem Mordfall unschuldig. Glaubt ihr denn ernsthaft an einen Mord? Ein junger Mann, hoch angesehen in den besten Kreisen der Stadt? Das kann kein natürlicher Tod gewesen sein. Habt ihr gesehen, wie aggressiv ihn Mozart provoziert hat, bevor er dann wenig später tot aufgefunden wurde? Schulz, es ist Ihre Pflicht, ihm zu helfen, den Mörder dingfest zu machen, der sich unter uns gemischt hat. Ich werde natürlich alles in meiner Macht tun, um euch zu helfen. Da war etwas unter dem Klavier. Wo ist das jetzt? In der Tat ein seltsamer Fall. Ein junger Mann bricht bei einer geheimen Versammlung zusammen. Wäre ich nicht selbst vor Ort gewesen, würde ich das alles der Fantasie eines verrückten Schreiberlings zuschreiben. Keller wird alle verdächtigen, und auf seiner Liste idealer Verdächtiger werde ich sicher nicht ganz unten stehen.
in den Reliquienschrein ist etwas eingraviert. Sieht wie zwei miteinander verschlungene, V-förmige Objekte aus. In den Reliquienschrein ist etwas eingraviert. Sieht wie zwei miteinander verschlungene... Sieht so aus, als bräuchte ich ein Lot, um den Schrein zu öffnen. Mozart, das dürft ihr nicht anfassen. Das sind alles Beweismittel in meinem Fall. Bitte folgt mir. Gut. Setzt euch. Ist euch das Opfer bekannt? Nein, ich bin ihm niemals zuvor begegnet. Wieso wart ihr dennoch so voller Feindseligkeit bei seinem Anblick? Ich war schockiert, eines meiner Werke wiederzuerkennen, als er vorgab, es komponiert zu haben. Behauptete das Opfer tatsächlich, das besagte Werk komponiert zu haben? Ich muss zugeben, eine solche Behauptung nicht vernommen zu haben. Ihr wisst genau, wie sie. Der Bewerber ist bis zu seiner Initiation zum Schweigen verpflichtet. Ich wurde von meinen Gefühlen übermannt. Ein Künstler ist eine sehr sensible Person und tendiert durchaus manchmal zur Überreaktion. Eure sogenannten Überreaktionen, Mozart, sind hier in Prag in aller Munde. Unbezahlte Außenstände, Ehebruch und nun Gewalt. Ich verhafte euch, bis sich die Dinge aufklären.